Da habe ich echt noch gedacht, oh mein Gott, wenn das jetzt nicht ein Swingerclub wäre, dann könnte es sein, dass da irgendwer Anzeige erstattet. All the busy work is done. Die da vorne stehen, ne? Ja, die. Okay. Hi! Na? Hey, Joyce, hallo. Hallo? Ich bin ein bisschen spät dran. Wo, keine Ahnung. Also wegen mir können wir direkt losgehen. Weswegen? Was wollt ihr? Kuchen essen gehen, oder? Kennst du die? Nö. Ich kenne die auch nicht. Woher kennen wir uns denn? Machst du Spaß jetzt? Nee. Wir waren noch 3:45 verabredet, oder? Nein. Nein. Nee? Nee, wir kommen aus Witten. Quatsch. Da ist jetzt nur die größte Verwechslung. Du fotografierst immer noch so gut wie vor 5 Jahren. Echt? Ja, super hast du das gemacht. Finde ich toll. Ja, cool. Wir sehen uns ja eh morgen dann, ne? Ciao. Das war ja witzig gestern Abend mit euch. Das war wirklich lustig. Da habt ihr ein bisschen zu viel getrunken, aber sonst war es sehr lustig mit euch. So, da bin ich. Wir können shoppen gehen, wenn ihr Lust habt. Ist ja toll. Ist ja toll. Ach Quatsch, heute ist ja Sonntag, da haben wir ja die Geschäfte zu. Das ist ja Quatsch. Was wollen wir dann machen? Nix. Kuchen essen gehen, Kaffee trinken. Ja, dann aufbrauchen und los geht's, ne? Ja, wir sehen. Das letzte Mal gesehen vor 10 Jahren, das war witzig. Ich erinnere mich noch ganz genau. Ich erinnere mich noch genau. Hi! Wir sehen uns morgen, ne? Wir sehen uns morgen. Im Entzug vor 10 Jahren haben wir uns kennengelernt. Das war eine krasse Zeit. Viel Spaß noch euch. Ist ja krass, dass ich dich jetzt treffe hier. Hi, hast du den Typen noch abgeschleppt an Halloween? Ich glaube, das war lustig. Aber das war ja witzig an dem Abend. Wir kennen uns nicht. Doch, na klar, du hast zu viel getrunken gehabt. Du hast da ganz schön ordentlich rumgemacht. Da habe ich echt noch gedacht, oh mein Gott, wenn das jetzt nicht ein Swingerclub wäre, dann könnte es sein, dass da irgendwer Anzeige erstattet. Habe ich noch gedacht. Ich weiß nicht, mit wem du was gemacht hast. Jetzt macht ihr Spaß. Wir können losgehen, wenn ihr wollt. Nein, wirklich nicht. Nein, danke. Okay, ich verstehe. Du hast jetzt ein Date und das ist unpassend. Und ich bin jetzt blöderweise dazwischen gekommen, richtig? Nein, wir sind schon seit 4 Jahren zusammen. Naja, wir sind seit 2 Wochen getrennt. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, wir haben kein Date hier. Wir gehen jetzt rein. Uns ist kalt. Ja, dann gehen wir rein. Dann gehen wir halt in den Dom. Das finde ich auch okay. Wenn wir später einen Kaffee woher trinken. Woher meinst du denn, dass wir dich hier kennen? Sie wohnt bei mir um die Ecke. Wer bist du denn? Wie heißt du denn? Joyce. Ja, ja. Ohne Scheiß. Ja, wollen wir reingehen oder was sollen wir machen? Wir sind jetzt erstmal schön hier. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Ich wünsche dir gute Reise, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war ja lustig gestern Abend, ne? Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten. Ciao. Hi. Na? Das ist ja cool, dass wir uns sehen. Ich will euch gar nicht lange aufhalten. Bis dann, ne? Bis dann. Bis bald. Nee, es war ein super lustiger Abend, aber es ist nicht schlimm, wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst. Wir hatten ja ordentlich gebechert, deswegen. Du in deiner Erinnerung. Ja, aber cool, dass wir uns gesehen haben jetzt. Ich bitte nicht. Ich würde, bleib doch mal stehen. Wir haben ein bisschen eilig. Das war witzig gestern Abend, ne? Ja, ja. Müssen wir mal wiederholen, ne? Ciao, bis dann. Was machen wir denn jetzt? Was unternehmen wir denn jetzt? Joyce. Was wollen wir denn jetzt unternehmen? Ein Video, Joyce. Ja. Wie geil. Willst du dabei sein? Okay. Da, ach so, ja, ach so, stimmt da. Wieso tun denn alle meine Freunde so, als würden sie mich nicht kennen, hä? Auf öffentlicher Straße. Könnte das sein, dass ich ihnen peinlich bin? Das war mal wieder eine Folge Street Comedy für euch, weil ihr es euch so gewünscht habt. Ihr habt immer geschrieben, wann kommt nochmal Street Comedy? Da war's. Hier geht's zu meinem Bestrafungsbattle mit André. Da gibt's Teil 1 und 2 von. Hier geht's zu Teil 1. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an. Das war sehr lustig. Und falls ihr ihn schon gesehen habt, zieht ihn euch nochmal rein. Und hier auf dieser Seite kommt ihr zu A Day in Joy's Life. A Day in Joy's Life ist eine Parodie. Da ist auch der Luke dabei. Da sagen ja immer alle, wo ist er denn, wo ist er denn? Da ist er, der Luke. Ne? Und dann würde ich sagen, gebt für dieses Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt ein paar coole Kommentare, wie immer. Ne? Und dann sehen wir uns nächsten Donnerstag. Peace out.
Wir sind jetzt erstmal schön hier. Ich weiß jetzt nicht, was mit dir los ist. Ich habe eine versteckte Kamera da vorne. Ich bin schon ewig gedacht. Ich mache Straßencomedy im Internet. War ist das denn für euch okay? Ja, 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 sicher, cool. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja, danke. Tschüss.